Hallo und willkommen zurück hier bei Let's Play Elektronik. Letzte Folge hat man schöneres Wetter, heute ist eher Pulli-temperaturmäßig. Heute baue ich mal ein paar Versuche auf zum Thema Dioden und werde in den Versuchen einfach mal erklären, was diese Diode macht. Und das aber alles mit Standarddioden. Nächste Woche geht dann ein spannenderes Thema los, das behandelt dann die Leuchtdioden, weil das ja auch ein sehr wichtiges Thema ist, so eine Leuchtdiode. Und ja, deswegen erstmal normale Dioden, nächste Woche Leuchtdioden. Wir starten hier schon mal direkt mit einer einfachen Schaltung. Hier kommen 6 Volt aus einem Netzteil. Der Strom fließt über das rote Kabel zur Lampe, bringt diese zum Leuchten und fließt dann über das blaue Kabel wieder zurück. Die Lampe soll nur eine Schaltung simulieren. Wenn wir jetzt diese Schaltung vor Verpolung schützen wollen, können wir einfach eine Diode in Serie zum Stromkreis schalten. In diesem Fall ist die Anode hier, die Kathode auf dieser Seite. Diese Diode sorgt nun dafür, dass der Strom nur in die aktuelle Richtung fließen kann. Wenn wir die Kabel also umdrehen, fließt kein Strom durch die Schaltung, die Lampe leuchtet nicht. Das war Methode 1, mit der man einen Verpolungsschutz verwirklichen kann. Der Nachteil dieser Methode ist, dass der erwähnte Spannungsabfall von 0,6 Volt an der Diode hinten an der Schaltung fehlen. Aus diesem Grund gibt es eine weitere Methode, um den Verpolungsschutz zu realisieren, die Crowbar-Methode. Hier wird die Diode parallel zur Spannungsversorgung angeschlossen. Die Kathode kommt zu Plus, die Anode zu Minus. Wenn wir nun die Versorgungsspannung umdrehen, fließt der Strom über die Diode und nicht über die Lampe. Das leichte Glimmen kommt wieder von dem 0,6 Volt Spannungsabfall an der Diode. Man kann erkennen, dass sich die Diode verfärbt. Der Strom ist nämlich deutlich zu hoch für sie und kann je nach Netzteil dafür sorgen, dass die Diode bei dieser Methode zerstört wird. Wir bauen daher die Schaltung weiter aus. Wir fügen in Serie eine Schmelzsicherung hinzu. Die Crowbar-Diode kommt dann hinter die Schmelzsicherung mit der Anodenseite zur Masse. Richtig gepolt leuchtet die Lampe. Wenn wir die Versorgung verpolt einstecken, fließt der Strom über die Diode und sorgt dafür, dass die Sicherung durchschmilzt. Das war nun eine einfache Methode für einen Verpolschutz. Wie man Dioden zum Leuchten bringt, seht ihr nächste Woche, wenn es um die Leuchtdiode geht. Vergesst nicht, dem Video einen Daumen nach oben zu geben, wenn es euch gefallen hat. Wir sehen uns wie gewohnt nächste Woche am Dienstag um 12 Uhr. Bis dahin.